Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache heute ein Video, ich möchte euch ein Rezept vorstellen, das ich herumexperimentiert habe und was mir super gut gefällt für Schlemmtage. Und zwar sind das ja, Buchweizen-Mandelwaffeln, würde ich sagen. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich, was ihr dafür braucht. Und dann legen wir direkt los, weil ich wollte euch jetzt nicht so viel erzählen, dass ich heute nicht geschminkt bin, weil ich noch laufen will und bla bla bla, sondern wir backen jetzt. Was ihr braucht, sage ich euch als erstes, und zwar braucht ihr 100 Gramm Buchweizenmehl und ich habe hier, wie ihr seht, schon einen gestrichenen Teelöffel Backpulver drauf gemacht, um das gleich zu verrühren. Dann braucht ihr 50 Gramm entöltes Mandelmehl, habe ich unten unterm Video verlinkt, falls ihr das wissen wollt. 50 Gramm gemahlene Mandeln, das beantwortet auch gleich die Frage, ist entöltes Mandelmehl, sind das gemahlene Mandeln? Nein. Und das hier sind 30 Gramm gehackte Mandeln. Das ist das, was ihr so an diesem Trockenzeug braucht. Dann braucht ihr etwas Obst kleingeschnitten, was etwa der Menge von 4 Aprikosen entspricht. Das ist hier, siehste, weißt du Bescheid. Und dann habe ich mich dazu entschieden, noch 15 Gramm 90% Schokolade von Lindt klein zu hacken. Kommt noch mit rein. Ihr braucht 2 Eier. Dann braucht ihr 100 Milliliter geschmolzene Butter oder anderes flüssiges Fett. Ich habe jetzt 50 Milliliter Ghee und 50 Milliliter Kokosöl gemischt, weil ich das eine bessere Kombination fand. Und ihr braucht einen guten Messbecher voll von Ahornsirup. Außerdem zum Glattrühren empfehle ich Mineralwasser. Weißt du Bescheid? Dann werde ich euch jetzt gleich mal den ersten Schritt zeigen. Und zwar werden wir zunächst die Butter mit den Eiern und mit dem Ahornsirup geschmeidig rühren. So, jetzt habe ich das ein bisschen verquirlt. Das ist nicht groß schwer, weil alles ziemlich flüssig ist. Jetzt werde ich das Buchweizenmehl mit dem Mandelmehl und den gemahlenen Mandeln einmal ein bisschen durchrühren. Das ist nur, damit sich das Backpulver verteilt. Die weitere Zubereitung sieht nämlich jetzt so aus. Die kann ich euch nicht während des Machens erklären, weil es zu laut ist. Und zwar mixt ihr diese Zuckerflüssigkeit da, also mit dem Ahornsirup und dem Ei und der Butter. Und dann gebt ihr einen Esslöffel hiervon rein. Und bis sich das Mehl aufgelöst hat, mixt ihr dann. Dann kommt ein kleiner Schluck Mineralwasser rein. Und so geht das weiter, bis das alles leer ist. Der Teig sollte hinterher so mittelflüssig sein. Aber seht ihr ja. Seht ihr ja. Okay, legen wir los. So, jetzt seht ihr hier meinen fertigen Teig. Ich werde da jetzt einmal mit dem Löffel reingehen, damit ihr seht, guck mal, so ist das. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Mineralwasser ich da nehme. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel ich von welchem Teigbestandteil genommen habe. Ihr könntet jetzt auch, wenn ihr jetzt nicht alles mischen wollt, mit den verschiedenen Mandelmehlen nur Buchweizenmehl nehmen. Das hat dann mehr Kohlenhydrate, aber geht auch, also haftet auch. Es ist glutenfrei, das wollte ich nochmal dazu sagen. Was wir jetzt noch tun, ist halt das alles unterrühren, mal eben, und dann kommt das mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, um durchzuziehen. Ein guter Tipp ist übrigens, wenn du die morgens machen willst, kannst du den Teig schon abends vorbereiten, mit Frischhaltefolie drüber machen. Morgens musst du den mit ein bisschen Mineralwasser nochmal glatt und geschmeidig rühren und vielleicht 10 Minuten eher aus dem Kühlschrank holen, bevor du es backen willst, damit es nicht so fest ist. Und dann kannst du es gut vorbereiten. Oder wenn du nachmittags Gäste kriegst, kannst du morgens schon den Teig machen und dann ist das also eine ziemlich einfache Angelegenheit. Okay, dann rühre ich das jetzt alles unter und dann sehen wir uns direkt am Waffeleisen wieder. Bis gleich. Platsch. Platsch. So, da sind wir wieder. Jetzt geht es endlich ans Waffelnbacken. Ich habe schon eine vorgebacken. Was wichtig ist bei diesem Teig, ist, dass ihr, auch wenn ihr ein beschichtetes Eisen habt, es zumindest zwischendurch immer mal wieder ein bisschen einfettet. Sonst klebt es leicht an. Und wenn ihr auch Schokolade in den Teig macht, dann seid euch sicher, es schmiert ein bisschen rum. Aber das kriegt ihr hinterher ganz gut wieder ab. Ich verwende jetzt für mein Eisen ungefähr so 2 Esslöffel Teig für eine Waffel. Und dann geht es ab. Also ich meine, wie ihr Waffeln backt, ist ja dann soweit klar.
ich finde, die schmecken auch super als Frühstück, so am nächsten Tag noch oder direkt als Frühstück. Und ich hoffe, euch gefallen die Aprikosenwaffeln. Ich bin mal ganz gespannt. Ich hoffe, falls ihr irgendwelche speziellen Waffelzutaten-Ideen habt, dass ihr die hier unten drunter mit uns teilt. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ist ja ein Video aus der Sommerpause. Wir machen gerade Sommerpause, deshalb sind die Kommentare nicht freigegeben, weil wir sie nicht lesen würden. Und deshalb hoffe ich, euch macht das Backen Spaß und ihr besucht unser Blog unter youdietangel.com/blog. Wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und bis bald. Bye bye.